Hallöchen und herzlich willkommen zurück oder neu hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr euch wieder reingeklickt habt zum New in Juli. Einige Dinge sind neu bei mir eingezogen. Wirklich viele Hauls gab es ja im Juli nicht und deswegen zeige ich euch das heute. Bleibt super gerne dran. Und ja, bitte wundert euch nicht, meine Haare sind nass. Wir haben heute ja gute 32 Grad. Ich bin vorher in den Pool gesprungen und habe mir jetzt die Haare nur schnell in einen Knödel zusammengebunden, mich fertig gestylt für euch. Aber so lässt sich die Hitze einfach viel besser ertragen. Ist bei euch das Wetter aktuell auch so heiß? Ich meine, bei uns ist es jetzt dann sehr kühl angesagt. Ich hoffe, der Sommer bleibt uns noch ein bisschen. Ich bin ja ein absoluter Sommermensch. Aber ja, die Wetterprognose spricht leider nicht dafür, dass es heiß bleibt. Aber um das soll es heute ja gar nicht gehen. Es geht heute um meine ganzen Produkte, die ich euch im Juli noch nicht gezeigt habe, weil es zu wenig war, weil die Zeit nicht gereicht hat und dafür ist ja dieses New-In-Video. Und da ist doch dieses Mal einiges zusammengekommen. Ich mache doch ein paar weniger Videos über die Sommermonate und dafür bleibt dann mehr für die New-In-Videos über, würde ich sagen. Ich habe was aus dem Bereich Beauty, aus dem Bereich Fashion, Düfte, Schuhe, also wirklich querbeet. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Ich möchte starten mit einer limitierten Edition aus dem Bereich Make-up, die, ja, ich würde sagen, so Übergang Juni, Juli gekommen ist. Und ich glaube, ich habe sie euch noch nicht gezeigt, zumindest nicht in einem YouTube-Video. Und zwar die Rede ist von der LE von Essence, die Melting for Ice Cream LE. Und da habe ich mir auch wirklich diesen hübschen Blush Lighter, würde ich ihn fast bezeichnen, mitgenommen. Ich glaube, ich habe ihn euch noch nicht gezeigt, zumindest im letzten New In habe ich ihn nicht gezeigt. Das habe ich extra nachgesehen und mir gefällt der unheimlich gut. Also Verpackungsopfer, hallo. Getestet habe ich ihn tatsächlich noch nicht. Ja, wie gesagt, ich bin ja durch meine Augenentzündung irgendwie ausgebremst worden und da hat dann einiges natürlich zu warten. Genauso mitgenommen habe ich mir diesen hübschen Pinsel, den ich auch richtig schnuckelig finde, mit diesen Streuseln innen. Ja, erinnert irgendwie so an Streusel für Kuchen. Da haben sich wirklich die Macher dieser LE wieder super viel überlegt und ich fand sie sehr, sehr ansprechend und deswegen habe ich die Produkte auf jeden Fall mitgenommen. Ja, dann ein bisschen später kam die nächste Essence LE, also momentan überhäuft sich das Ganze, was ich ja trotzdem feiere. Ihr wisst, bei Make-up schlagt mein Herz einfach höher. Und da habe ich mir die Essence Golden Days Ahead limitierte Edition mitgenommen. Angefangen von dem schönen Face and Body Highlighter. Das ist dieser hier. Und ich öffne den mal, wenn ich es schaffe. Alleine diese Musterung finde ich wunderschön. Und ich trage ihn noch heute. Ich glaube, man kann es gut erkennen. Er gibt einen wirklich schönen Glow, ja, wird man wahrscheinlich im Leben nicht aufbrauchen, denn ich nutze es eigentlich nur fürs Gesicht und nicht für den Körper. Ich habe es noch nicht getestet, hier mal im Schlüsselbein oder so. Aber alleine von der Verpackung her und dieses Mosaik-Design hat mich einfach sehr angesprochen. Und des Weiteren habe ich mir auch noch aus dieser LE mitgenommen, ihr könnt es euch schon denken, weil der Look ist heute damit entstanden, die Lidschattenpalette. Packaging wundervoll, wirklich schön. Also mir gefällt sie unheimlich gut und kommt in einer Pappverpackung ohne Spiegel und das sind die Farben. Ich finde sie wirklich schön und da ist, wie gesagt, heute dieser Look entstanden. Ja, kann da gar nicht meckern, muss sagen, die Palette hat eine tolle Qualität und ich habe ziemlich viele Farben benutzt. Das Orange seht ihr. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, sind nur zwei matte Farben und zwar dieses Orange. Und dieser lila Ton hier unten. Aber ja, das ist Meckern auf hohem Niveau. Packaging, Design und auch die Qualität finde ich bisher richtig gut. Ja, und bei den Masken gab es natürlich auch wieder Neuigkeiten. Und da durfte zusätzlich auch mal bei DM dieses süße Seepferdchen-Tuchmaske mit. Ihr wisst, da kann ich schwer dran vorbei. Und wundert euch nicht, ich habe ja mit diesen Maskenvideos begonnen, aber es nicht fortgeführt. Lag einfach an dieser Augenentzündung. Es hat mich einfach komplett in meinem ganzen YouTube-Dasein ausgebremst, denn ich konnte mir weder Pflegeprodukte noch Make-up-Produkte auftragen. Die Schwellung vom Auge
ging so ungefähr bis hierher. Das heißt, ich war komplett entstellt, würde ich fast sagen. Und deswegen habe ich ja auf sehr, sehr viel, gut 1,5 Wochen verzichtet. Weil ich das gerade angesprochen habe mit meiner Augenentzündung, ihr habt es vielleicht im letzten Video mitbekommen, da habe ich es schon erwähnt, ist es auch tatsächlich so, und das spoilere ich auch gerne gleich, dass die Schminkbox für dieses Monat auch ja verlängert wird, würde ich fast sagen. Denn ich konnte mich genau in der ersten Woche wirklich mit meiner Schminkbox beschäftigen und das war einfach viel, viel zu kurz. Und deswegen wird diese Schminkbox, die ich für Juli gedacht habe, über den Monat Juli und August gehen. Und erst im September, Anfang September, werden wir dann mal wieder über eine Schminkbox sprechen. Dafür war einfach viel zu wenig Zeit, alles durchzutesten. Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, dass dann eben die Schminkbox dieses Monat sozusagen verlängert wird. Weiter geht's mit den Produkten, die ich geshoppt, gekauft habe, wie auch immer. Und ich war unter anderem bei Primark. Und ich habe, wie gesagt, bei Bonprix bestellt. Ich war bei Deichmann und habe mir Schuhe geholt. Ich werde euch natürlich alles, was Kleidung betrifft, immer angezogen zeigen. Ihr wisst, das ist mir persönlich immer am liebsten. Ich fange aber mal mit den Kleinigkeiten rundherum an. Bei Primark habe ich mir eine Sonnenbrille mitgenommen. Diese hier. Die habe ich tatsächlich schon einmal hier. Ich mag die einfach gerne. Ich mag die Form der Sonnenbrille. Die ist super günstig und die kostet 3 Euro. Da habe ich mir einfach wieder eine neue mitgenommen. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Die ist jetzt einfach super günstig und ich habe die dann im Sommer wirklich den ganzen Tag auf. Auch wenn ich im Pool bin, gebe ich sie nicht runter. Ja, ich bin auch schon untergetaucht mit ihr, weil ich brauche einfach im Sommer immer eine Sonnenbrille. Mich blendet das Licht sehr stark. Und ich habe die dann gefühlt wirklich 8 Stunden am Tag auf und kriege dann maximal so Panda-Augen, weil mich dort die Sonne nicht erwischt. Aber ist für mich ein Must-Have einfach im Sommer. Dann habe ich mir bei Primark, wie anders kann es ja gar nicht sein, Schmuck mitgenommen. Und das sind 2 Paar Ohrringe mitgekommen. Einmal diese hier. So etwas dickere Kreolen. Sind ein bisschen schwerer, aber nicht zu schwer. Aber im Vergleich zu denen, die ich drinnen habe, glaube ich, kann man gut erkennen, dass sie doch ein bisschen dicker sind. Die haben jetzt 3,50 € gekostet. Aber alle, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass ich ja so Statement-Ohrringe richtig gerne trage. Und da durfte ein zweites Paar mit. Und die haben auch 3,50 € gekostet. Und das sind diese hier. Auch, ja, richtig breit. Und gerade so, wenn ich die Haare vielleicht so in einem Du zusammengebunden habe, finde ich, schaut das überhaupt gut aus. Wenn die Ohrringe ein bisschen zarter sind, wenn ich sie offen trage, dann dürfen sie auch ruhig mal, ja, aussagekräftiger sein. Das letzte Schmuckteil, was ich mitgenommen habe, habe ich tatsächlich in Bratislava bei Brigitte Brichot gekauft. Und zwar die Rede ist von diesem Ring hier. Ist so eine Art Statement-Ring, hat so ein Muster drauf, hat 4 Euro gekostet, wie ihr sehen könnt. Und ich werde ihn mal kurz auf den Finger geben. Ich glaube, dann kann man einfach besser erkennen. Ja, ich mag so Art Schmuck, ihr wisst es, und ich trage es einfach unheimlich gerne. Es ist Modeschmuck. Und ja, man kann ihn 10, 15 Mal tragen, je nachdem, ob man im Winter oder im Sommer das Ganze trägt. Natürlich verfärbt es sich nach der Zeit, aber um 4 Euro, ja, gönne ich mir halt gern öfters im Jahr so Modeschmuck. Ihr kennt mich und ich stehe da vollkommen dazu, mich stört das nicht. Und habe Freude, dass da wieder ein Ring bei mir einziehen dürfte. Weil ich auch gerade angesprochen habe, Bratislava, komme ich auch schon zu meinem nächsten Produkt, das ich auch in Bratislava gekauft habe. Und zwar gibt es in Bratislava Pupa als Shop. Ich weiß nicht, ob das jeden von euch etwas sagt. Das ist eigentlich eine italienische Marke und hat auch Beauty, Kosmetik und unter anderem auch Düfte. Und da durfte dieser Duft hier mit, Vamp. Und ich packe ihn jetzt nicht aus, weil er für mich noch ins Backup wandert. Ihr wisst, ich habe viele, viele Düfte. Ist ein sehr herber, starker Duft und glaube ich nichts für den Sommer, sondern eher für den Herbst, Winter. Hat mich sehr angelacht und wollte ich unbedingt mitnehmen. Ich werde schauen, ob ich den Flakon finde und euch einblenden kann. Dann blende ich euch super gerne den Duft auch ein, wie der Flakon aussieht. Hat mir auf jeden Fall richtig gut im Geschäft gefallen. Da hat es 3 unterschiedliche gegeben und eigentlich der stärkste Duft. Hat mir zugesagt, aber ihr kennt mich oder viele von euch wissen, dass ich einfach super gerne so starke Düfte mag und deswegen habe ich den mitgenommen. Bei den Beauty-Produkten muss ich tatsächlich sagen, ja, hat mich jetzt nicht so hundertprozentig angesprochen.
wie eben bei den Düften. Es geht weiter mit einem weiteren Duft und das ist das Monatsgeschenk von meiner Schwester an mich. Da habe ich bei Caudalie shoppen dürfen und ich habe mich für den Sommerduft von Caudalie entschieden. Also ich kannte ihn nicht und bin auch der Meinung, dass er neu ist. Es ist ein Eau de Parfum. Ich habe es in der Größe 50 Milliliter und es ist die Duftrichtung Ange de Vigne. Schwer auszusprechen, ich werde es euch versuchen da einzublenden, dann könnt ihr das vielleicht selber lesen. Und der Flakon ist super hübsch, ich packe es auch nicht aus, weil es auch in meinem Backup wandert. Ich fand den Duft sehr angenehm, es ist eher was Dezentes und ich habe ja auch schon diesen weinrot-lilanen Duft, der mir gut gefällt, der auch schon zu dem Ende zum Ende geht oder dem Ende nahe ist, den ich mir sicher auch wieder nachkaufen werde. Denn ich mag die Caudalie-Düfte. Also wenn ihr nach einem Duft sucht und mal etwas anderes haben wollt und das so in die Traubenrichtung geht, dann könnt ihr euch bei Caudalie auf jeden Fall umschauen. Die haben wirklich auch tolle Parfüms. Wir kommen zum Thema Klamotten und da habe ich wieder zugeschlagen. Ich werde es euch natürlich alles getragen einblenden, weil hier so in der Kamera auf klein, dann kennt man es einfach schwierig. Ich mache das auch querbeet. Ich habe alles nämlich zusammen in eine Tüte gestopft und beginne einfach mal mit einer Hose von Bonprix. Wenn ich da wieder was dazu finde, von den Bezeichnungen her, findet ihr das alles unten in der Infobox, dass ihr einen Link habt, wo ihr nachshoppen könnt. Ich weiß, dass da einige von euch immer froh sind, wenn ich da links unten hineinpacke. Und die erste Hose ist eine sehr bequeme Bunthose in Schwarz und kommt in so 3/4, 7/8. Ich werde es euch einblenden, das ist einfach viel einfacher. Hat einen, wie gesagt, sehr angenehmen Bund und ist aus Baumwolle. Hat so Eingriffstaschen und sitzt super angenehm. Hat einen angenehmen Komfort und ja, ist super kombinierbar mit jeglicher Farbe. Und ich bin der Meinung, man könnte es sowohl sportlich tragen, aber auch eventuell elegant. Dann als nächstes habe ich mir etwas bei Bonprix mitgenommen, was mir richtig, richtig gut gefällt. Und ich würde sagen, das ist so mein Highlight aus der Bonprix-Bestellung. Und zwar die Rede ist von diesen Misolin oder Muslin-Kleidchen. Ich glaube, Misolin sagt man, bitte nagelt mich nicht fest, in so einer schönen Fliederfarbe. Auch das seht ihr dann eingeblendet besser. Ich möchte es gern kombinieren mit meiner 3/4-Leggings, die ich schon aus dem letzten Haul habe. Wenn ihr diesen Haul noch nicht gesehen habt, dann klickt ein paar Videos vorne. Vor dem Video, ich habe ein eigenes Fashion-Summer-Video gemacht, wo ich schon ein paar Teile gekauft habe. Und da ist so jetzt so der zweite Teil, was ich mir dazu bestellt habe. Ich finde den Stoff unglaublich angenehm. Ich finde, dass das mal was anderes ist. Und mit so einer Legging, egal jetzt ob in Grau oder Schwarz, finde ich, kann man das richtig schön kombinieren und ich bin gespannt, wie sich das getragen dann anfühlt, ob ich über den Tag hin mir das bequem ist. Also ich bin super gespannt. Und die letzten zwei Teile von Bonprix, die ich mir bestellt habe, auch passend für eine Leggings. Man könnte es tatsächlich auch, wenn man vielleicht nicht so wie ich so stark gewaden hat, vielleicht auch einfach so als Kleidchen tragen. Und zwar die Rede ist von so zwei Baumwoll-T-Shirts, einmal in so einem, ja, ich würde fast sagen Royalblau, nicht ganz schwierig, ein sehr eigenes Azurblau, ja, schwierig einzuschätzen. Das hat eben auch so Eingriffstaschen. Ich könnte mir auch vorstellen, das zu kombinieren mit irgendeinem Gürtel, dass man es ein bisschen kroppt am Bauch. Und dasselbe, seht ihr auch gleich, habe ich mir auch noch in Orange geholt. Ich finde beide Farben sehr ansprechend, sehr sommerlich. Ich hoffe, ich habe es nicht zu spät gekauft und der Sommer verlässt uns jetzt zu schnell, denn ich würde schon gern noch so ein, zwei Teile davon zumindest tragen. Gar nicht so leicht, wenn der Sommer sich immer so kurz hält. Auf jeden Fall sind das zwei Teile, die ich auch richtig hübsch finde und in Kombination mit den Leggings aus dem letzten Video, ja, bin ich da begeistert, mehrere Varianten zu haben. Mit Fashion ist es noch nicht vorbei. Ich habe noch weitere Teile geshoppt. Bei Primark habe ich mir zwei Röcke mitgenommen.
Hab mich riesig gefreut. Auch diese seht ihr natürlich eingeblendet. Einmal in der grünen Variante mit so einem gemütlichen Bund oben, ziemlich lange. Und die haben jetzt gekostet 9 Euro. Und denselben, den ich mir in grün geholt habe, habe ich mir auch in schwarz geholt. Und passend zu grün und schwarz habe ich durch Zufall in Bratislava auch T-Shirts gekauft, die ich in grün und in schwarz dazu kombinieren kann. Hier seht ihr einmal das grüne T-Shirt. Das habe ich vom C&A und ja, hat vorne so eine niedlich kleine Knopfleiste. Ich habe es jetzt in der Größe 50 genommen und hat 18 Euro gekostet. Unten ist es so leicht zum Binden. Man kann es aber auch ein bisschen ja, höher binden, wenn einem das lieber ist. Und ich finde zum Beispiel hier die Knopfleiste richtig schnuckelig. Also ich finde das süß und auch, dass sich das hier unten noch knoten lässt, finde ich einfach eine süße Idee. Und das zweite T-Shirt blende ich euch auch sehr gern getragen ein. Und das ist jetzt auch in der Größe 50 um 19,99 Euro. Und ja, das hat auch eine sehr schöne, ja, besondere Art und passt eben zu diesem grünen Rock auch richtig gut. Und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ist halt auch mal etwas anderes. So viel zum Thema Fashion. Also da sind doch wieder einige Sommerteile noch eingezogen. Auch wenn wir jetzt schon in den August gehen, hoffe ich doch, dass noch ein paar heiße Tage dabei sind, wo ich das Ganze tragen kann. Und damit ich was habe für die Füße, was ich dazu kombinieren kann, ich muss ja dazu sagen, es ist für mich super schwierig, Schuhe zu finden. Ich kriege gefühlt von jedem Schuh Blasen oder habe Druckstellen. Also Schuhkauf ist für mich nichts, was so typisch Frau ist. Ich weiß, dass viele Frauen und Mädels Schuhe lieben. Da bin ich absolut raus. Also Schuhfan bin ich keiner. Eine Leidenschaft, die ich nicht teile. Mein Geldbeutel wird es mir danken. Aber ich musste einfach mal wieder nach Schuhen Ausschau halten und habe mir Ballerinas mitgenommen. Und da habe ich einmal diese Variante hier mitgenommen. In so beige mit so, ja, so Zickzack-Muster. Und die Sohle ist auch nicht ganz glatt, was das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher macht. Ich habe es jetzt in der Größe 40 und das kann ich eben super gut zu hellen Outfits kombinieren, dachte ich mir. Wie ich mit ihnen zurechtkomme, werden wir dann sehen. Ich wollte die auf jeden Fall mitnehmen, damit ich mal eine Alternative habe und nicht immer dieselben Ballerinas anziehen muss, die ich zu Hause habe, die mich auch manchmal einengen, weil sie nicht so flexibel sind und die sind doch super weich. Und eine zweite Variante habe ich auch noch mitgenommen und zwar in diesem Olivgrün mit so einer Schlaufe. Ich finde die Schlaufe sehr hübsch, weil das eher was Dezentes ist. Hat auch die Größe 40, da ist tatsächlich die Sohle doch ein bisschen glatter. Aber sie haben mir gut gefallen, sie sind angenehm vom Stoff und sehr, sehr weich. Ich glaube, das könnt ihr erkennen. Ja, ich bin, wie gesagt, kein großer Fan von Schuhen. Die müssen für mich einfach nur passen und angenehm zu tragen zu sein. Ich bleibe bei Make-up, Schmuck, Taschen. Es reicht, dass ich so viele andere Begeisterungen habe. Da ist schon gut, dass ich auch mal eine Kategorie, in dem Fall die Schuhe, einfach nicht so feiere und da nicht regelmäßig zuschlage. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir sind am Ende des Videos. Ich habe doch einiges im Juli neu bei mir einziehen lassen. Ich freue mich riesig auf alles. Ich bin happy über den Schmuck, über meine neuen Klamotten freue ich mich sehr. Und ich hoffe, es war für euch ein bisschen Inspiration dabei. Vielleicht habt ihr das ein oder andere gesehen. Vielleicht interessiert euch das ein oder andere und ihr sagt, hey, ja, da schaue ich auch nochmal hin. Wie zum Beispiel die Oberteile von C&A oder doch mal wieder bei Primark. Ich war lange nicht bei Primark. Ich war jetzt auch nicht überwiegend begeistert. Ja, aber so ein, zwei Teile durften mit und ich bin absolut zufrieden mit meiner Ausbeute. Schreibt mir super gerne, was euch von meinem New-In-Video am besten gefallen hat, ob ihr die LE auch geshoppt habt und was ihr mir sonst gerne noch mitteilen möchtet. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen und freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüssi. Baba.